Das ist Skyrim auch so ätzend. Heult der Wind in den Ebenen wie ein Wolf. Ja, ich super, dass der irgendwo rumheult. Hallo. Heulst du auch wie ein Wolf? Was haben wir denn hier? Den Schlüssel, der bei jenen gefunden wurde, die in die Schatzkammer eingedrungen sind? Ich verstehe. Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass er nicht das Original ist. Das war das Erste, was ich überprüft habe, nachdem ihr euch auf dem Weg zur Schatzkammer gemacht habt. Bitte. Das heißt, er hat den Originalschlüssel noch hier. Ich weiß nicht wieso, aber das stört mich gerade. Der Schlosser ist in Tirins Haus. Ach ja, der Gnom. Tarion. Er könnte etwas darüber wissen, wie die Sache abgelaufen ist. Stammt dieser Vorschlag von Gwyn? Sie hatte schon immer einen Sinn für derartige Dinge. Obwohl, falls sie dahinter steckt, könnte dieser Gnom vielleicht eine Falle sein. Seid auf der Hut, Schildverpflichtete. Ich gehe übrigens gar nicht damit konform, dass der Gwyn sagt. Gwyn! Gwyn! Er ist Gwyn. Fertig. So. Da wieder den ganzen Weg hier rumlaufen. Gehe ich da lang oder gehe ich da lang? Ich glaube, ich gehe da lang. Das ist kürzer, weil hier müsste ich. Und hier kann ich mal zu Derlefs Haus beamen. Und dann gehen wir mal da oben lang. Da wäre auch noch eine Quest für uns, weil wir müssen jetzt erstmal hier umdrehen. Also einmal. Und dann gucken wir jetzt richtig. Moment. Drehen. Genau. Und jetzt einfach hier. Ist es da schon? Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist es schon. Da ist wieder ein Vieh. Das nehme ich diesmal nicht mit. Weil wir haben ja aus der letzten Aufnahme gelernt, dass Viecher in diesem Wald eventuell gefährlich sein können. Und da vorne kommen wir direkt auf ein Vieh zu. Mist. Was ist denn? Das ist ein Gnömchen. Jedes Gnömchen gibt ein Tönchen. Schade, dass der mich sieht. Hallo. Jetzt hab ich den nicht vereist. Gut, Hallöchen. Pest, kranker Wicht. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Ne. Ha. Hab ich genau geahnt, dass du einen Double Attack hast. So, der hat was gedroppt. Hallöchen. 26 Gold. Und sonst droppt niemand was. Alles Geizkragen hier. Alles Geizkragen. Schrecklich. Schrecklich. Naja. Hier war das Vieh das letzte Mal. Ich hoffe, das ist nicht wieder hier. Und wenn doch, dann werde ich mal weit... Da ist es. Werde ich mal weitläufig ausweichen. Da ist auch noch eine Truhe. Wir könnten uns die Truhe erkämpfen. Aber da fühle ich mich gerade gar nicht nach. Deswegen, wir gehen einfach mal hier lang. Ich nehme mal da die Höhle mit. Für den Fall der Fälle, dass wir per Quest in diese Höhle sollen. Zwielichtgesträuch. Sieht aber schon cool aus. Auch mit dem Wasserfall hier. Ich liebe es. Hi. Ja. Ah, ich war nicht schnell genug. Naja, sie haben ihren Champion verloren. Deswegen können wir jetzt mit seinen Blitzattacken Damage machen. Wie sie mich gerade angreifen wollen. Ist das süß. Hallo. So, Double Kill. Perfekt. Habt irgendwer was gedroppt? Da haben wir es doch. Staub von der Prismäre und mehr haben wir hier nicht. Schade. Wir haben hier noch ein Aalblatt. Ist doch keine Reagenzien gefunden. Und ich war zu blöd, den Namen zu lesen. Deswegen behaupte ich mal, es war ein Aalblatt. Und scheiße. Wir müssen dadurch. Durch diesen per Hand gebauten Tunnel oder Brücke für, weiß ich nicht. Es wirkt so, als wäre da oben Wasser drauf. Das will ich jetzt gerade sehen, Moment. Ist das eine Wasser? Das ist eine Wasserbrücke. Boah, wie cool ist das denn? Das ist so nice. Einfach mal eine Wasserbrücke bauen. Boah. Man muss schon sagen, hier die Karte, die sieht echt geil aus.
Habe ich erstmal so ein bisschen Bange, wenn wir weiter in der Geschichte voranschreiten. Was ist eigentlich der Bock hat jetzt hergekommen? Also wenn wir weiter in der Geschichte voranschreiten, dass dann die Karte nicht mehr ganz so schön aussieht. Oh nee, Elfen, bitte, lass mich in Ruhe. Danke. Was? Nein, me an Gute. 15% Mana-Regeneration, 10% Feuerschaden, 10% Einschaden, 10% Blitzschaden, 15% Rüstung, 15% Elementarresistenz, 15% Leben. Wart! Ich habe jetzt mal mit Absicht übersteuert. Um euch zu zeigen, wie professionell ich bin. Drop da einfach mal so ein Legendary-Ding. In so einem scheiß Bockard. Will ich jetzt. Falsch. Will ich jetzt sehen. Rüstung hier. Okay, die Kutten, die sehen halt ordentlich dämlich aus, aber das. Hallo? Mann, das gibt's doch nicht. Naja, es wird mir gerade kalt hier. Läuft mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich dran denke, wie viel Bocker wir schon haben stehen lassen. Was bist du denn? Ach so, das da hinten ist ein Lade. Nee, ein Anzeigefehler war das. Da ist ein verstecktes Objekt. Und Quests und mein Bestimmungsort. Und Menschen. Oder so ähnlich. Ihr seid neu hier. Hi, Drunk. Ja, ich bin neu hier. Hast du gut erkannt? Denn wir, meine Kinder, sind wahrhaftig mit Lyrias Liebe gesegnet. Lyria, die Göttin des Schicksals. Sie, die die Karten in der Hand hält, die unsere sterblichen Leben bestimmen. Jene, die sie liebt, blühen und gedeihen. Die Starken und Stolzen jedoch werden durch ihren Zorn gestürzt. Gehet in Frieden mit Lyrias Führung und Segen, meine Kinder. Ah, ja, das ist quasi so die Dorfpriesterin. Okay. Hier haben wir eine Quest. Hallöchen. Bitte, sie ist meine Tochter. Sie braucht eure Hilfe. Okay. Bitte, könnt ihr mir nicht helfen? Ich muss jemanden finden, der zur Thürvili-Küste reist. Es geht um meine Tochter. Was ist mit eurer Tochter geschehen? Anela hat eine Gruppe von Flüchtlingen in das Dorf Kullen geführt. Ich sagte ihr, sie solle nicht gehen. Aber sie war schon immer ein stures, kleines Mädchen. Ich hätte schon längst von ihr hören müssen. Und die Karawanen sagen, dass an der Küste Tuata gelandet sind. Wenn Anela etwas zugestoßen ist, weiß ich nicht, was ich mache. Bitte, helft mir. Werde ich machen. Bezahlt mich zuerst, ich glaub's hackt. Wirklich? Endlich. Metaru segne euch. Anela hat die Flüchtlinge zu den Ruinen von Kullen an der Thürvili-Küste geführt. Sucht dort nach ihr. Wenn sie verletzt ist, bringt sie in Sicherheit. Wenn sie tot ist, dann begrabe ich sie. Ich habe ihr gesagt, es ist zu gefährlich. Ja. Warum hat sie nicht auf mich gehört? Sie lebt bestimmt noch. Und wenn nicht, dann wiederbeleben wir sie einfach. Dann gehen wir zum Haus der Balladen und kriegen so einen Wiederbelebungstrank. Weil wir sind ja Chef da. Aber hier hinten muss einfach irgendwas sein. Das ist gerade prädestiniert. Sag ich doch, da ist ein Wagen. Hallo. Einfache Bänder, nur abgewetztes Futter und seltsam grüner Stein. Pff, weißt du? Grabst dir den ganzen Hinterhof um und findest einen seltsamen grünen Stein. Ja, danke. Bin ich froh drum, dass ich den gefunden habe. Ach ja. Eine Truhe. Mal gerade gucken. Sieht uns keiner. Was merkt ihr durch? Das lohnt sich ja wieder super hier. Also, die Truhen, ne? Habe ich vielleicht nie erwähnt, aber die Truhen. Komm. Beinschienen der Legion. Das ist, von unserem Set. Dann haben wir das zweite Teil. Mana, danke. Das hier ist gerade nicht klauen. Frag mich wieso, aber das hier galt gerade nicht als klauen. Deswegen haben wir schon mal alles mitgenommen. Komm, weißt du, was mehr die drin? Wir haben noch ein paar davon. Das ist jetzt auch gerade nicht klauen. Hier Plunder. Vogelnde physische Scherbe. So, was haben wir hier? Hier ist wieder klauen. Mach doch mal. Irreführender Hammer? Nee. Also geklaute Sachen können wir ja nicht verkaufen. Deswegen würde ich da nur mitnehmen, was wir auf jeden Fall benutzen. Aber da ist nicht so viel. So, hier geht's noch. Nee, warte. Hier geht's keinen hoch. Hier ist wieder ein Clown. Unser letzten primäre Dietrich. Einfach nur. Primäre Dietrich. Was? Die Goldmünzen können wir, glaube ich, so mitnehmen.
Nehme ich mal so mit. Und den Rest lasse ich drin. Auch wenn die Goldmünzen jetzt im Prismere Dietrich nicht wert waren. Aber, wie komme ich da jetzt hin? Ach, das ist einfach nur hier in dem Gang. Da. Moment. Durch den Kamin. Okay. War das vorhin auch schon? Ja, genau so. War das vorhin auch schon offen? Ein Labor. Das Labor. Yay. Kommt raus. Wir wissen, dass ihr hier irgendwo seid. Bin ich hier. Diese Phalangi-Kultisten. Boah, wie viele hätten der Haus? Nein. Nicht um mich, nicht um Magier. Halt die Klappe. Ich hab den getroffen, kann ich nicht erzählen. Jetzt macht er ein Schild um sich herum. Achso, man kann durch das Schild durchlaufen. Was? Ist das nur ein Magieabwehrschild? Bin ich so ein großer Fail? Ernsthaft? Ich will jetzt auch so einen scheiß Speer haben. Sterb! Sind Sie fort? Hallo? Ist da irgendwer? Ich heile mich erst, bevor du dich mal zeigst. Moment. Boah, so viel Gold. Wir sind reich. Ich gehe gleich zu ihm. Ich muss hier erstmal kurz mich umsehen. Und vielleicht kriegen wir ja eine Truhe. Und ein Skelett. Sind hier endlich meine Schnürsenkel drin? Helm des Helios. Bitte was. Also wir finden zurzeit ziemlich viele Set-Sachen. Also mit ziemlich viele meine ich zwei. So viele finden wir in den letzten Aufnahmen nicht. Ach, stimmt ja, wir sollten ja zu dem Schmied gehen und das war ja ein Gnom. Den Göttern sei Dank, sie sind fort. Du vertraust mir also sofort. Okay. Nun, ich muss euch wohl danken. Euch und meinem raffinierten Versteck. Ich habe keine Ahnung, hinter was diese Flegel her waren. Sie haben ständig nur irgendwas von die Kriegsgeweihten und Töten gebrüllt. Doch sagt mir, was kann ich tun, um mich bei euch zu bedanken? Wie wäre es vielleicht mit einer kleinen Lektion in der Kunst der Schlösser? Boah, die Lektion, die wäre super. Hier, komm, mach mal Ausbildung. Du weißt bereits alles, was dir der Ausbilder beibringen könnte. Maximal zulässige Talentstufe 3. Ja. Was wisst ihr über diesen Schlüssel? Was? Wollt ihr da behaupten, er funktioniere nicht? Das ist einer meiner besten Arbeiten. Ich habe dieses uralte Wunderwerk perfekt nachgebildet. Ich hatte dieser Schildverpflichteten, ihr Name war Fenan, versprochen. Ich hatte ihr versprochen, dass... Sie hatte doch sicherlich die Erlaubnis dafür, oder? Sie hat mir geschworen... Oh, ich verstehe. Ihr habt diesen Schlüssel kopiert? Ja, für die Schildverpflichtete Fenan. Also für Fenan. Okay. Gut, dann wissen wir, wer jetzt voll aufs Maul kriegt. Wenn ihr euch nun bitte entfernen könntet, ich muss dieses Chaos beseitigen. Gut, er räumt auf und ich räume hier auf. Schülersmedaillon. Plus 45 Mana. Mitnehmen. Kavaliers Großschwert. Wie das alles über nichts bringt, das ist doch Wahnsinn. Blutaugen und Blitzscherben. Wir finden hier einfach so viel Krempel. So, und tschüss. Das sichere Versteck. Gut, in Minecraft baue ich meine Geheimlabors auch so. Kann ich das vielleicht aktivieren und rausgehen? Nein, geht nicht. Schade. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn das geklappt hätte. So einfach die Wand zugebackt, aber das fällt doch auf. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie eine Verkleidung mit Büchern drin. Das ist eine scheiß Tür. Das sieht man. Also bitte. Wer das nicht gesehen hat, der frisst einen Schuh. Ist das unsere Map? Wo ist das? Ist das hier? Moment. Nee, das passt nicht ganz. Warte. Oder ist das vielleicht nur so ein Abschnitt? Wo sind wir gerade? Wir sind gerade hier. Nee. Die Welt passt nicht. Ist also eine andere Gegend. Okay. Ja, der Vergleich musste jetzt sein. Es hat mich halt mal interessiert. Entschuldigung. Da würde mich nicht mal mehr an einem Spiel interessieren. Mein Scheiß, Moment. 54 Platz haben wir noch. Das heißt, wir gehen mal zurück. Gerade mal uns um Federn kümmern. Dann machen wir mal wieder Mini-Quest. Also nicht die Gruppierungen, sondern die Mini-Quest.
Also Nebenquester, diese Dinger da. Zum Beispiel die eine Kollegin an der Tuata-Küste da finden. Und Moment, wo ist Chef? Chefchen! Where are you? What are you doing here? Ich will, dass Sie für eine Generalinspektion bereit sind. Und weh, ich sehe auch nur einen einzigen Fleck, verstanden?